Lass mal darüber sprechen, was es für Goodies und Upgrades für das AMS und den A1 gibt. Da der A1 sein Filament hier abstreift und es dann einfach irgendwo ins Nirvana schießt, habe ich mir gedacht gestern, ich bin so schlau und druck mir das Teil hier. Ja, okay, schön und gut, es hat ein Loch, also fällt doch alles wieder runter und ich muss was drunter tun. Habe ich keine Lust drauf. Dann habe ich gedacht, hey, ja, ich bin ja so schlau, dann drucke ich mir halt eben sowas, wo man hier ran macht und dann fliegt halt alles hier rein. Ja, schön und gut, aber wenn das Teil hier dran ist und Drucker druckt, dann macht die ganze Zeit... Also, auch nichts Richtiges. Das heißt jetzt halt einfach, ich lasse es jetzt mal eine Weile so und nimm halt alles von Hand jetzt erstmal weg, weil ich will da nichts hinlegen. Und um mal über die Goodies zu sprechen vom Unboxing-Video, das war dabei und das war dabei. Ich habe jetzt mal die LED-Lampe hier für dich ausgepackt. Das ist dabei, das ist wahrscheinlich das Licht selber. Ein USB-Anschluss mit Schalter, Klick-Klack. Und dann haben wir hier noch so ein Klebepad. Eigentlich coole Sache, weil dann hat man auch mal wenigstens was Nützliches zum Drucken, ne? Gut, das hätten sie sich sparen können, aber ein Kollege von mir hat gesagt, ja, vielleicht haben die ja die ganzen Filamente mit dem Drucker getestet und was übrig geblieben ist, dann hat es Goodie dazu gegeben. Was das ist, sage ich dir. Hier sind alle Farben, die Bamboo Lab so im Sortiment hat. Das Ganze ist an einem Gummiband dran und das sieht so aus. Ob man es braucht oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber... Ganz cool eigentlich, oder? Was sagst du? Und da ich anfangs über Upgrades gesprochen habe, möchte ich dir zeigen, was ich noch dazu bestellt habe zum A1. Und zwar einmal ein gehärtetes Extruder-Getriebe. Und zwar genau das hier. Ja, gehärtet. Das Teil hier ist gehärtet. Man kann dann abrasive Materialien damit drucken. Wie ich finde, egal ist, ob ein Bamboo Lab oder ein Prusa oder was auch immer, gehärtete Extruder ist ein Must-Have. Und die Kollegen hier, die gehen meistens gerne immer sonntags kaputt und dann hat man keine da. Deswegen immer Silikonsocken dazu kaufen. Ganz, ganz wichtig. Und gestern habe ich dir dann noch diese gedruckte Halterung für das AMS gezeigt. Und zwar war gestern diese Halterung hier orange und weiß. Und heute habe ich das Ganze passend, hoffentlich passend, sag du mir, ob es passend ist, zur AMS oder zum AMS, was auch immer, gedruckt. Und ich finde, sieht doch cool aus, oder nicht? Und zum gehärteten Extruder gehört natürlich auch immer ein gehärtetes Hotend, aber das gab es zum Zeitpunkt des Kaufes leider noch nicht zum Kaufen. Deswegen habe ich jetzt nur den gehärteten Extruder hier. Und wenn du sehen willst, wie ich den hier einbaue, mach mal hier oder hier, wo auch immer, dieses Plus weg.